So. Und fahren einfach in die Richtung durch.
Und dieses Fahren haben wir dann schon eine Algorithmus-Verwendung identifiziert. Und da gab es eben schon den Engagement-Set. Da gibt es schon sowas wie eine Art Fernhaltung, der dann zu dem Punkt, den wir dann einfach am Ende des Strahls platziert haben, inhaliert. Ja, zum Bildschirmteil, also zur Objekterkennung. Da hatten wir ursprünglich mal vor, das mit Deep Learning zu machen, da werden wir unsere Gruppen haben, aber sind dann doch zum Schluss gekommen, da wir schon alleine in einer Treppstunde oder so gebraucht hatten, um Kamerabilder zu bekommen, dass wir vielleicht doch eine einfache Lösung nehmen wollten. Und haben dann einfach mit einem CV angefangen, also erstmal mit einem Gala-Filter, sprich in MSV Farbraum konvertiert und dann eben über Thresholding einfach die verschiedenen Farben, also für die blauen und gelben Kegel, das dazu funktioniert. Und dann zusätzlich noch Konturfilter, mit dem man dann einmal die Konturfläche nehmen kann, darüber dann eben nur eben Objekte mit ausreichend großen Fläche berücksichtigen und dann über die Moments quasi beim Y, das war ja das eine Objekt, sind die Moments dann ungefähr gleich. Also wenn man die miteinander teilt, dann haben wir ungefähr Faktor von 1. Und bei dem Kegel ist dann das Y-Moment also deutlich größer als das X-Moment. Und dementsprechend dann das Verhältnis und daraus kann man dann erkennen, ob es eine Kugel oder ein Kegel ist. Ja. Thank you.